jetzt endlich meine eigene kleine Familie zu haben. Wie gesagt, da fehlen mir immer noch die Worte. Ich genieße einfach die Zeit. Nach dem Rennen auf seiner Heimstrecke in Oschersleben steckt Dominik Schark aktuell mitten in der Sommerpause. Bei seinem Rennen in der Motorsportarena belegte er den 6. Platz im GTC Race. Vor dem Rennen musste er sich an sein neues Fahrzeug gewöhnen. Die Umstellung vom Audi zu Mercedes war nicht ganz so einfach. Es sind natürlich zwei unterschiedliche Fahrzeugkonzepte. Ich habe ein, zwei Testtage gebraucht, um mich auf das neue Fahrzeug einzustellen. Und dann kam, ich glaube, eine Woche vor dem Saisonstart so ein paar Änderungen, die wir vornehmen mussten, kamen dann von ganz oben. Und gefühlt hatten wir dann ein anderes Fahrzeug, mussten uns neu einstellen, hatten mehr Probleme mit den Reifen. Und hatten natürlich an dem Wochenende hat man nicht die optimale Zeit herauszufinden, woran es liegt, was man noch machen kann, was man verändern kann. Und das hat uns, glaube ich, ein bisschen Performance gekostet. Einen ersten Pokal konnte Schark bereits in seinem Mercedes AMG GT4 gewinnen. Auch wenn er diesen erst einmal gar nicht im Fokus hatte. Das ist ganz witzig eigentlich. Bis 29 zählt man als Junior in der Rennserie und ab 30 dann halt eigentlich schon in die GT4 Trophy ab 30. Und das wurde mir eigentlich erst so richtig nach dem Rennen klar. Deswegen hatte ich die Siegerehrung auch verpasst, dass es jetzt diese GT4 Trophy Wertung gibt. Und da bin ich Zweiter geworden beim ersten Rennwochenende. Ende April ist Dominik Schark zum ersten Mal Vater geworden. Für den 31-Jährigen ein besonderer Moment und ein Motivationsschub für die kommenden Rennen. Papa geworden zu sein, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Die Kleine hat auch wirklich abgewartet, bis das erste Rennen vorbei ist und wir jetzt in die Sommerpause gestartet sind. Das kommt natürlich ideal, die Sommerpause, dass wir jetzt die ersten zwei Monate mit der Kleinen genießen können und einfach das Familienleben haben. Ich denke, beim nächsten Rennen auch auf dem Lausitzring ist die Kleine das erste Mal mit dabei und mal gucken, wie sie so auf den Motorsport reagiert. Bevor es Mitte Juli weitergeht, stehen noch ein paar Tests an. In Oschersleben hatte Schark Probleme mit den Reifen. Das soll behoben werden. Für den weiteren Saisonverlauf ist er optimistisch. Ich glaube, wir haben eine gute Pace. Wir sind top motiviert. Das Team macht einen richtig guten Job. Ich glaube, wir haben mit Platz 6 am ersten Rennwochenende in Oschersleben das Beste aus der Sache gemacht, wichtige Punkte geholt. Und wir schauen jetzt einfach, was über die Saison noch geht. Ich denke, dass wir dass da nach vorne noch einiges möglich ist. Bis zum Finale im Oktober auf dem Hockenheimring stehen bei Dominik Schark noch 3 Rennen auf dem Programm.